Guten Morgen zusammen. Ich fange an mit der ersten Präsentation eines Mantels aus unserem Sortiment. Und zwar für mich das beste Cape, was wir im Sortiment haben. Das Active Cape Light in Braun. Es ist ein Gassi-Gehmantel. Dieser Mantel ist, ich drehe ihn mal, leicht mit Vlies gefüttert. Ich kann euch das mal so ein bisschen so zeigen, dass ihr das so besser seht. Also wie gesagt, für uns der beste Mantel, den wir im Sortiment haben. Selbst für Jule habe ich den bei kalten Temperaturen an. Auch wunderbar so für die See geeignet, weil windundurchlässig und wasserabweisend. Das Ganze ist mit einem Kragen, den ihr auch zurückklappen könnt, wenn der Hund das nicht so mag. Das Ganze könnt ihr mit einem Clip verstellen. Wichtig finde ich bei den Temperaturen mit einem Bauchlatz, den ihr hinten auf dem Rücken zusammenbindet. Und ein sehr wertvolles Detail finde ich, einen kleinen, ich nenne es mal den Rutendeckel. Und zwar ganz oft wird der Rutenansatz leider feucht und nass und kalt. Und das ist gerade bei Hündinnen auch so. Wasserrute, um das mal so reinzuwerfen, das Wort, finde ich super mitgedacht. Das ist also, viele sagen jetzt, was ist denn, wenn ich aber Gassi gehe und der Hund muss keckern? Ich sage es jetzt einfach mal so. Also aus meiner Erfahrung kann ich euch sagen, wenn wir losgehen, dann klappe ich das nach innen so ein bisschen ein. Ich warte, bis sie sich gelöst hat und dann hole ich es raus. Der Mantel bleibt auch da, wo er sein soll, weil ihr an den Hinterläufen Gummis habt. Ich weiß von einigen Kunden, da mögen das die Hunde nicht so, die haben das einfach abgeschnitten. Bei langhaarigen Hunden empfiehlt sich immer so ein bisschen was noch drum zu nähen, weil sich manchmal das so reinrollt und das dann schwer aus dem Fell wieder zu kriegen ist. Das weiß ich auch von Kunden. Wie gesagt, mein Labrador, da habe ich nicht so das Problem mit. Also, ich finde, der beste Mantel, den wir haben, qualitätsmäßig ganz, ganz oberste Klasse, würde ich sagen. Der hat auch einen stolzen Preis, gebe ich zu, aber das ist er wert. Also dieser Mantel, jeder, der ihn hat, liebt ihn. Ich kenne niemanden, der sagt, ne? Also kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ob für langhaarige Hunde, kurzhaarige Hunde. Also mein Labrador braucht eigentlich keinen Mantel, aber letztes Jahr hatten wir so viel Schnee und beim Schippen musste sie mit ausharren. Und das fand sie auch nicht so toll. Und dann habe ich ihr den übergezogen und dann waren Stunden kein Problem mehr. Unsere Mäntel werden prinzipiell so ausgeführt, dass sie mit einem Halsband zu tragen sind. Dafür habt ihr dann hier auch den Anschnaller. Ich weiß aber auch von Kunden, die ziehen den Mantel an und ziehen ein Geschirr drüber. Das soll auch sehr gut funktionieren. Aber das weiß ich nur vom Kunden. Das habe ich selber noch nicht ausprobiert. In zwei Farben. In Rot. Warte mal, ich schwenke mal rüber. In Rot, auch Bombe, muss ich sagen. Oder in Braun erhältlich. Wie gesagt, mit leichtem Vlies, ein Gassi-Gehmantel Deluxe, würde ich es mal nennen, weil der ist wirklich echt super. Wir haben noch einige auf Lager in beiden Farben, in vielen Größen. Kann ich euch nur ans Herz legen, das ist der Mantel Nummer 1, das Active Cape Light.